Jo, gut. Das haben wir schon mal. Dann machen wir mal ein bisschen Buch lesen, die zwei. Und dann werden wir uns mal auf Reise begeben. Was haben wir denn? Chance von 50%, dass die Waffen beim Werfen keinen Schaden nehmen. Das ist gut. Trocknen. Trocknen ist Lebensmittel, da ist noch keine irgendwas. Geil. So, dann wieder im Schrank hier. Essen, was haben wir denn hier? Heilmittel, halt alle Krankheiten. Sollte nicht mehr. Ja. Nehmen wir mal Fotosara mit. Da brauchen wir eine Todeskappe und okay. So, wir haben keine Eier mehr. Ne? Haben Sie noch Eier? Den füllen wir weg. Wieder auf. Da gibt's die Äste weg. Und halt schlafen wir einfach mal hier. Den Bogen muss man mal reparieren. Ne? Haben wir da noch so ein Slayer? Zweimal. Wie viele Pfeile haben wir denn? Ja, 14. Mischt zwei, oder? Ach. Nein. Die
Beutelsache vielleicht mal rein. Bevor wir losdüsen. Hammer. Dann trinken wir uns mal einen hier. So, und auf jetzt in, zu reisen. Wir haben hier noch einen Slot frei. So, kann man hier Tränke empfangen? Nee, schade. Alle, hopp. Auf zur großen Reise. Dann reisen wir mal wieder hin. Ach, jetzt sind wir schon nach Hause. So, dann gehen wir jetzt mal ein paar Kakteen holen. Ein bisschen Aloe-Vera und sonst was. Und dann gucken wir uns die Insel da hinten an. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, wir sind vielleicht ein bisschen zu schnell. Langsam, langsam. Yep. Sehr schön. So, dann schauen wir mal. Guck mal, jetzt werden noch ein paar Blätter gekriegt. Ein paar Blätter. Den haben wir schon hier. Hey,
lieb, dass hier ein paar von den Dingern herumstehen. Dann haben wir schon mal ein paar davon. So. Vielleicht mal locker unter Schweine. Schnell zurück. So, essen. Und dann düsen wir mal weiter. So. Der da drüben war mehr. Den haben wir noch. Und den haben wir noch ein paar kleinere. Die Strömung hier. Und schön. Was mit den Baumtexturen da hinten eigentlich? Sport freischalten. Ich finde das Lager der Überlebenden spannend. Sind hier erstmal so eine Szene, Insel? Ja. So. Toll. Wir können Kokosnuss hier haben. Was ist denn das hier? Sieht doch bestimmt nicht umsonst so. Da ist die Insel, da wollen wir gleich hin. Gibt's hier irgendwas zu holen? Ein Rezept oder so? Nee. Hallo Krabbe. Hier gibt's rein ja nichts. Na gut. Ja, Kokosnuss kann man auch mitnehmen hier. Ansonsten ist hier nur Schrot.
was hier drunter hat. Große Äste. So, Essen und Trinken haben wir auch wieder erstmal. So, naja. Dann düsen wir immer rum hier. Wo ist denn hier meine passende Anlage? Da, ne? Das sieht gut aus. Das sieht aus, als ob man da hoch. Das sieht aus, wie ihr wollt. Oh. Oh, Baby Zucke. Vielleicht eine Höhle sein. Kommen wir hier hoch oder müssen wir uns eine andere Stelle suchen? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Oder auch nicht. Bin mir noch nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob das hier so ein richtiger, na, so ein Weg sein soll. Ach, gib mal nach dem Baum. Oh, das sieht ja auch gut aus. Das ist noch so ein Baum. Aber wir kommen von hier aus nie da drüber hin, oder? Wir können noch den nehmen. Lager. Jo. Komm, wir haben den da hinten besser an oder ist ja auch eher hier unten im Tal drin? Ja, rennt mal. Schade. Oh, erwischt! Ach, der ist ja der tot umgefallen. Ist ja nice. So, holen wir den Speer raus, falls der andere Kollege uns anmelden will. Ich hab dich gehört. Als ob wir den instant gekillt haben, auch. Ah, wo ist sein Kumpel? Oh ja. Pilze mitnehmen. Was bist du? Toter Baumeister. Ah, wo ist sein Kumpel jetzt hin? Und haben wir überhaupt eine Liane bei, dass ich da hochklettern kann? Nee, ne? Nö. Boah, Alter. Doch, so aber nicht. Kumpel. Gibt's hier denn Liane oder so? Das ist ganz cool. Kein selber. Überraschend.
Ja, ich glaube, wir haben auch nichts mehr im Boot, ne? Warte mal, ich kann da kurz mal gucken gehen, aber... Könnt ihr auch zum Lager gehen hier, ne? Gucken, ob da auch was gibt. Quest sagt, wir sollen zum Lager gehen. Wir sollten uns mal so ein Ding hinterhalten. Ob hier noch einer lebt. Den Schiff verlassen aus. Hallo? Ist da jemand? Hier war vielleicht mal irgendwann mal jemand. Wenn ich, Gott, wenn ich die ganzen Leichen hier schon wieder sehe. Erschrocken. Durchsucht das Zelt des Kapitäns. Alles klar, machen wir. Aber erstmal schaut mir um, was hier so, alles so gibt. Kann man hier rennen? Jo, das ist ja nice. Gibt es hier irgendwas zu holen noch? Ob ich Vorräte? Meh. Schlaf mal eine Runde. Dann geht's dir besser. Vertrau mir. Das ist eine Kanone. Ah, ein Buch. Was haben wir denn hier? Das Buch der Wäscherin von Hassenwesen. Alte Fässer. Werkbank. Stumpf. Keine Ahnung, was das hier werden sollte. Ich frage ja nicht, was das war. Da war er weg. Nun gut. Na, wenn man ihn nach dem Zelt vom Captain aussieht hier. Nimm das Tagebuch an dich. Alles klar, mach ich. Aber erst nehmen wir hier noch vielleicht ein bisschen was mit. Mac. Tagebuch, was haben wir sonst noch so? Außer Regal und nichts. Eine Karte des... Karte der Kupferinsel. Auf dieser Karte wird der Standort der Kupfererzminen angezeigt, zu der Ponche und Fernand aufgebrochen sind. Alles klar. Tagebuch von Ponche de Lione. Na, dann zeig mal hier. Ja. Oh, ein Video hier. Ja. The storm took the lives of many members of the San Cristobal crew, including the captain. But the ship reached the final destination of the expedition. Instead of the island, the sailors found an impassable chain of rocks and dangerous currents. They called it the Bimini Belt. After unsuccessful attempts to pass the Bimini Belt, the ship was badly damaged and in need of urgent repairs. First Mate Fernand, who had become the new leader, decided to stop near one of the large islands. Fernand organized the construction of a temporary camp there in order to find resources to repair the San Cristobal, as well as to search for other survivors who could be on the islands nearby. A few days later, the survivors arrived themselves. Juan Ponce de Leon was accompanied by sailors from the Santa Maria. Once again, the commander encouraged his comrades in the success of the expedition. During
the assembly, Fernand showed pieces of copper ore that had been found on the island. If enough copper could be found, it would be possible to repair the San Cristobal and continue the expedition. The crew decided to go in search of copper ore deposits. The next morning, Fernand Delgado and Juan Ponce de Leon, as the most experienced explorers, left the camp. Alles klar. Und hier haben wir nochmal eine schöne kleine Zusammenfassung. Das ist ja ein Träumchen. Juan Ponce de Leon. Expedition zum Jungbrunnen. 1513. Die San Cristobal ist entkommen. Als wir diese große Insel erreicht haben, sehen wir die Karavelle vor Anker liegen. Die Tatsache, dass die San Cristobal uns vor dem Sturm im Nebel verloren hatte, hat sie gerettet. Und jetzt ist das Schiff hier, als geht die Expedition weiter. Alles klar, also ist das hier. Nur nochmal eine Zusammenfassung. Das ist ja interessant. Oh, da steht jetzt ein Stolz, ne? Nein. Na gut. Ansonsten auch was? Oh. Nun gut. Also, und die sind jetzt von hier aus zu minieren. Ich habe ja gehofft, dass wir hier irgendwie ein bisschen was finden, was ich so benutzen kann. So ein Seil oder irgendwie sowas. Ja, ein bisschen enttäuscht. Aber vielleicht finde ich gerne was. Okay. Dann haben wir da oben vielleicht noch was. Nur Pilze. Pilze sind immer gut. Die kann man immer mal brauchen für irgendwas. So, dann schauen wir mal, was der Ausguck hier oben sagt. Wie ist die Notiz? Okay. Paprikasamen. Uiuiui, Paprika. Leeres Stück Pergament. Was haben wir hier? Von Stillione Anweisung bezüglich Suchdrucks. Und was ist jetzt hier die Notiz bestimmte Ding? Ne? Neues Ziel. Erfolgreich von Von Stillione. Alles klar. Ponce de Leones Anweisung bezüglich Suchtrupps. Nun, wir machen uns auf, Nachforschungen anzustellen. Unser Astronom und Navigator Diego, das kann ich nicht aussprechen, wird zur Insel mit den Koordinaten 25 Grad 44 Nord 79 Grad 29 West reisen, wo die Winde ständig wehen. Er meinte, das wäre der beste Ort, um Informationen für die Windrose zusammenzustellen. So. Josie de Rust hat sich freiwillig gemeldet, um die Insel zu erkunden, die genau wie der Gürtel von Bimini von ständigem Nebel bedeckt ist. Die Koordinaten der Inseln sind 25 Grad 44 Nord und 79 Grad 18 westlich. Er wird versuchen herauszufinden, warum der Nebel sich nie lüftet. Und zugleich erhofft er sich offensichtlich noch mehr antike Überreste zu finden. Unser Alchemist und Naturforscher Francisco hastet zur Koralleninsel.
wo er interessante Sumpfgräser entdeckt hat. Klingt eigenartig, aber alle Forscher sind schließlich etwas eigenartig. Die Koordinaten der Insel sind 25 Grad, 43 Nord, 79 Grad, 16 West. Jacob will die Strömungen erforschen, die in der Nähe der Unterwassertempels aufeinandertreffen. Ich werde ihn begleiten und mich zu den Koordinaten 25 Grad, 44 Nord, 79 Grad, 21 West begeben. Der Ingenieur Gaspar und Dr. Ricardo haben vor, die Insel mit Eisenablagerungen zu erforschen, um Ressourcen zu finden, mit denen wir unser Schiff vor der Reise nach Bimini ausrüsten wollen. Außerdem wollen sie Informationen über die Fahren sammeln. Die Matrosen der Santa Maria werden währenddessen hier im Lager bleiben auf der Kupferinsel. Fernando hat hier das Kommando. Okay. Dann haben wir hier was? Ein leeres Pergament. Sextant, okay. Ein Kupferbahn. Also heißt das, wir brauchen erstmal einen Kupferbahn. Verstehe. So, machen wir mal hier erstmal das hier. Jetzt habe ich aber nicht mehr so ein Kartierungsding bei, oder? Nein. Unangenehm. Okay, für die Kartierung brauchen wir Eier. Tja, Kollege. Dann wirst du wohl hinhalten müssen, ne? So, Jan. Zack. Jans ohne Kartierung ist natürlich nicht so geil. Das heißt, wir brauchen Eier. Ist auch nochmal so ein Ausguck hier beim Mist. Oder ist das einfach nur so ein Ausguck? Bin mir sicher. Alter, Junge, sind die aggressiv. Na komm runter, Vögelchen. Hm? Ein bisschen ungünstig hier mit Vogel und die Zwiebelchen da. Oh. Na komm her, Vögelchen. Sag mal, könnt ihr mal ruhig sein da hinten? Ist mir mal ruhig. Tja, nun, ne? Müssen wir hier mal. Ja, dann komm halt hier runter. Da mach ich nicht so ein Radau, sag ich dir. Boah, schade. Gut. Ah, hier ist ein Nest. Oh, jetzt kommst du aber gleich, ne? Jo, die Federn im Grund. Jo.
Nee. Jo. Dann schauen wir noch mal hier hinten. Könnten eigentlich Dinge hier echt gut gebrauchen. Ein paar Pilze. Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Ja, dann kommt halt her. Macht ihr hier so ein Radau? Dazu. Boah, Alter, Leute. Nee. Sehen wir ja auch nicht, ne? Der könnte ja überall sein. Nein, nicht die Schaden. Ich sehe halt nichts. Oh, wir müssen jetzt dringend mal Wasser trinken. Aber wo ist er? Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Du Lümmel. Junge, Junge, Junge. Hat die leuchtet? Nee, ne? Nein. Ach, wenn es nicht so dunkel wäre, ne? Sag mal, hier war doch ein Bett. Vielleicht kann man da mal schnell mal eine Runde schlafen. Hier. Schon besser. Dass die ja keine Seilen haben. Na gut. Okay, wir brauchen Kupfer. Das bedeutet, wir müssen eigentlich wieder nach Hause, ne? Wir haben ein paar Federn und ein paar Eier, da können wir ja so Dinger wieder herstellen. Nun gut. Dann gehen wir halt erstmal wieder. Gott, da kommen ja gleich zwei. Nein, geh weg, lass mich in Ruhe. Oh.
Hier irgendwo wieder hoch. Schnell weg hier. Das wäre beinahe in die Hose, ja. So, dann müsste ja eigentlich unser Schiff hier irgendwo sein. Irgendwo da unten. Jo. Nun gut. Haben wir mal wieder ein bisschen Story mit dir genommen. Ist ja auch mal ganz angenehm. So, dann lass mal wieder nach Hause düsen. Juhu.